Rund 700 ehrenamtliche Helfer und Helfer stehen im Altkreis-Bodensee-Kreis des Roten Kreuzes rund um die Uhr zur Verfügung. Die Aus- und Weiterbildung sowie die Ausrüstung unserer Freiwilligen wird mit den Beiträgen der Fördermittel finanziert. Natürlich dazu gehört auch das Miteinander mit anderen Institutionen, so wie heute mit der WAPO Bodensee. Las Vegas Fundproduktion war dabei, um zu erfahren, wie zwischen WAPO Bodensee und die Hilfe des Roten Kreuzes abgestimmt wird. Und ich war überrascht, wie nahtlos die beiden Institutionen gerade bei Unfällen zusammenarbeiten können. Die heute zusammengekommene Ortsgruppenschaft des Roten Kreuzes Überlingen war begeistert von der Führung auch über das WAPO-Boot. Ein schnelles Boot mit Hightech und mit allem, was dazugehört, um schnell am Unfallort zu sein. Es geht nicht nur um Kontrolle, sondern auch um Hilfe mit einem PS-starken WAPO-Bodensee-Motorboot. Und das hat den Rotkreuzern gefallen, denn sie kannten bisher eben ihren Krankenwagen, der ja auch Hightech ist und bei jedem Unfall oder Einsatz eben passen muss. Auch die Corona-Krise ist für das Rote Kreuz eine große Herausforderung. Viele ehrenamtliche Helfer sind gefordert, um für die Sicherheit unserer Bevölkerung die Schnellteststationen aufrechterhalten zu können. Eine Aufgabe, die viel Zeit, Mut und Anstrengung von unseren Rotkreuz-Helferinnen und Helfern abverlangt. Für mich war es wieder ein informationsreicher Abend mit der WAPO Bodensee und dem Roten Kreuz aus Überlingen.